Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Ich wollte euch mal kurz was zeigen. Ich habe gestern Post bekommen vom Udo vom Kanal Pens and Knives. Bei dem hatte ich vor kurzem mal ein Video gesehen und dazu muss man wissen, der Udo scheint werkzeugtechnisch ganz hervorragend ausgestattet zu sein. Der hat nämlich zu Hause einen Laser stehen und da hat er Victorinox-Schalen gezeigt mit einer angerauten Oberfläche, sowas wie diese hier, einmal in Blau und in Schwarz. Und dann hat er gezeigt, wie er das gemacht hat, nämlich mit dem Laser. Einfach den Laserstrahl hier drüber wandern lassen. Und was das bringt, ist, dass sich hier so eine raue Oberfläche bildet. Da wird so ein ganz bisschen abgenommen von der Oberfläche und jetzt hat man da so ein bisschen Struktur drauf auf den Schalen. Nebeneffekt ist, dass das Emblem hier, das Victorinox-Logo, jetzt so ein bisschen frei steht. Das kann man jetzt also erfüllen, während es ja auf den normalen Schalen hier vollkommen glatt und eben ist. Der Vorteil, das hat er auch herausgestellt, ist bei diesen aufgerauten Schalen, dass sie natürlich erstens mehr Grip haben, aber zum Zweiten natürlich auch unempfindlicher sind gegen Fingerabdrücke und kleine Kratzer. Ich nehme mal das Blaue, weil das nicht so blendet hier. Also ihr könnt hoffentlich die Struktur erkennen. Nochmal direkter Vergleich hier mit dem blanken Teil. Und das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht. Und da habe ich ihn mal angesprochen und habe gefragt, ob es möglich ist, dass er mir so eine Schalen mal zukommen lässt. Und das hat er auch getan. Ja, und jetzt wollte ich das einfach mal ausprobieren, wie das auf dem fertigen Messer aussieht. Ich habe ja hier mein Asbach uraltes Huntsman. Da hatte ich schon mal diese blauen Schalen drauf gemacht. Sieht auch ganz schön aus. Und jetzt werde ich einfach mal gucken, wie das hier mit den aufgerauten Schalen wirkt. Genau das gleiche wollte ich gerne machen bei meinem Kompakt. Da habe ich ja gewechselt wieder zurück auf die schwarze Beschalung. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier mit dieser aufgerauten Schale aussieht. Also man muss schon sagen, der Grip ist natürlich schon schön. Und wie gesagt, die Fingerabdrücke oder leichte Kratzer, die sieht man jetzt natürlich auf dieser aufgerauten Schale nicht. Des Weiteren hat mir der Udo gesagt, dass er auch noch weiße Schalen hat. Ich habe ja auf meinem Kompakt hier diese weißen Schalen drauf gemacht und war allerdings nicht so hundertprozentig zufrieden, weil dieses Weiß ist leider nicht so ein schönes strahlendes Weiß. Das ist so leicht schmutzig. Das kommt jetzt hier auf dem Video nicht so ganz rüber. Vielleicht, wenn ich beide Schalen direkt nebeneinander halte, kann man das erkennen, dass jetzt hier die linke Schale so ein ganz klein bisschen dunkler ist und gräulicher wirkt. Und er hatte tatsächlich noch welche da, die eben genauso strahlend weiß sind wie die weißen 84 mm Schalen für mein Waiter. Somit habe ich jetzt auch noch mal die Chance, hier mein Kompakt wieder auf weiße Schalen umzubauen. Die hat er nicht oberflächenbehandelt, die sind hier glatt, weil er mir geschrieben hatte, dass er das nicht machen würde. Er hat da schlechte Erfahrungen mit. Ist vielleicht auch nachvollziehbar, dass sich hier in diesen kleinen Vertiefungen, in dieser rauen Oberfläche, natürlich der Schmutz etwas besser sammelt als auf so einer glatten Oberfläche. Und er meinte, dass die weißen Schalen dann schon nach wenigen Tagen recht unansehnlich aussehen. Deshalb habe ich gesagt, okay, dann schick mir bitte zumindest einmal die
original schneeweißen Schalen zu, damit ich dann eventuell mal wieder umbauen kann. Erstmal werde ich jetzt die aufgerauten nehmen und dann mal gucken, vielleicht tausche ich dann irgendwann nochmal wieder auf die weißen zurück. Welche Möglichkeiten ich jetzt natürlich auch hätte, wäre, dass ich hier variieren kann mit Blau und Schwarz oder Blau und Weiß. Sieht aber, glaube ich, nicht ganz so toll aus. Da werde ich doch einheitlich bleiben. Und jetzt werde ich die mal eben umbauen hier und melde mich dann noch mal kurz wieder mit dem fertigen Ergebnis. So, da bin ich wieder. Hat 2, 3 Minuten gedauert. Jetzt habe ich die Schalen umgebaut. Hier bei meinem Kompakt die schwarzen texturierten Schalen drauf gemacht. Ist tatsächlich ein bisschen ungewohnt von der Haptik her. Also diese doch sehr griffige Oberfläche und das Emblem, was man jetzt spürt. Und ich weiß nicht, ob es einfach nur Einbildung ist, aber mir kommt es vor, als wenn das Messer tatsächlich ein bisschen schmaler ist. Natürlich ist etwas abgetragen worden von dem Material, aber ob es wirklich so viel ist, dass man das tatsächlich merkt, weiß ich nicht. Oder ob es wirklich nur Einbildung ist. Das ist also das Schwarze. Da müssen jetzt noch die Werkzeuge rein. Da auch nochmal übrigens danke an Udo. Er hat mir für die Messer auch nochmal die Werkzeuge, die Pinzette, Zahnstocher und auch den Stift mitgeliefert. Vielen Dank, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja, und mein altes Huntsman hier, das habe ich jetzt mal auf weiße Schalen umgebaut, damit ich das dann auch noch mal so im Vergleich gleich sehen kann. Und das ist ja das Messer, was ich zurzeit auch immer in meiner Tasche mit mir führe, also in meiner Umhängetasche, so als Backup oder Notmesser. Und ich bin mal gespannt, wie sich die weiße Farbe so schlägt, ob sich da irgendwie eine Abfärbung zeigt. Die Tasche ist ja aus Leder und das werde ich einfach mal die nächsten Wochen beobachten. Und es kommt jetzt noch natürlich noch ein anderes Lanyard wieder ran. Ich finde, das graue Lanyard passt hier zu dem weißen Messer ein bisschen besser als das orangene hier. Gut, das wollte ich euch mal gezeigt haben. Also ich finde die Idee richtig toll von dem Udo, dass er darauf gekommen ist, einfach mal seinen Laser auf die Schalen loszulassen. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Schön griffiges, leichtes Victorinox. Also nochmal vielen Dank an den Udo von pensandknives.de. Seine Internetadresse und seinen YouTube-Kanal werde ich unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Guckt einfach mal rein, es lohnt sich. So, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich mich natürlich wie immer freuen würde, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.